Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier bei Straßenbau Simulator 2023. Nein, Spaß, natürlich bei City Skylines 2. ja, wir planen immer noch so ein bisschen, also wir wollten eigentlich die Downtown seit zwei Folgen planen, aber planen jetzt auch ein bisschen drumrum. Aber ist nicht schlimm, weil wir müssen eh irgendwie das Ganze hier, die Lücke und alles hier planen und füllen und machen und tun. So, wir bauen jetzt hier einfach mal weiter, dass wir alles so halbwegs so gut und so angeschlossen bekommen. So, hier würde ich einfach gerade hochgehen. Diesmal war sogar nichts im Wege. Mensch, ich bin beeindruckt. So, das hier weg und dann wollen wir mal schön sanft den Anschluss da zur Straße da oben finden. Irgendwie so und sieht gut aus. Okay, so, das heißt, das haben wir angeschlossen. Hier müssen wir noch irgendwie mal einmal hier so zwischendrin. So. Einfach rüber. So. Okay, angeschlossen. Hier können wir noch eine andere Straße hinsetzen. Ist auch egal, hier kommt, naja, Wohngebiet und Arbeiten und all sowas hin. Ich hoffe, dass es ausreicht. Kann sein, dass wir hier auch nochmal eine Autobahnauffahrt machen müssen. Die ist ja doch, naja, ziemlich mickrig dann, um alles aufzunehmen. Wir müssen irgendwie das hier nochmal aufnehmen. Also, dass wir das hier besser rankommen einfach. Vielleicht auch Leute, die von hier runterfahren. Ja. Das ist geplant. Also, das kann nur in Deutschland so passieren, ne? Hallo? Tornado? Ja? Bitte mach nichts kaputt. Du bist ganz toll. Geh weg. Da lang. Da lang. Hey, wie lange ist der schon da? Ich hab's nicht mitgekriegt. Tornado, Tornado. Geil. Sieht doch mega aus. Der Tornado auf dem Weg zu unserer Stadt. Nice. Ich hoffe, er macht nichts kaputt. Aber es sieht doch ganz gut aus. Genau. Geh mal weg da. Kann der außerhalb unseres Bereiches was kaputt machen? Oh, speichert wieder? Ja. Der Verkehr fällt heute aus. Oh, oh. Ah, okay, die sind mutig. Genau zwischendurch, ne? Oh, jetzt geht's rüber. Aber nichts kaputt gegangen. Ist ja geil. Okay, nice. Ja, das war ein schöner Tornado. Ich habe ein bisschen Angst. Müssen wir irgendwelche Schutzräume bauen? Noch nicht freigeschaltet habe. Okay. Ja, scheiße. Sagt man nicht, Kinder. Macht man auch nicht. Also, nee, ist auch egal. Irgendwie so. Ja, ich hab's vergessen. So. Wir wollten hier nochmal, hier drüben nochmal rüberkommen. Wahrscheinlich am besten mit dem Tunnel. Das heißt, schieße den hier weit weg. Oder hier. Und da wieder hier mittig den Eingang haben. Ich mache mal erstmal auf 5. Hier runter. Dann auf minus 10 Meter. 15, dass er einen ganz tollen Tunnel baut hier. Okay. Den hoch. Anschließen hier. Nee. Okay, nochmal eben abreißen. Das Stück. Wir sind auf minus. Nee. Wie kann ich. Hallo? So. So. Irgendwie, oder? Ja. Hier auf minus 5 insgesamt hoch. Da. Ah, am Kreisel hier. Oh, sorry. Oh, hier.
Ganz hoch. Ja, okay, so würde ich es vielleicht mal machen. Ist sehr kompliziert, aber einfach nur als Verbindungsstück zwischen den Abfahrten. Hinten ist einmal. Hallo. Naja. Okay, hier. Wollen wir den da anschließen? Ah, ne? Aber. Würde sich dann wahrscheinlich einen Kreisverkehr gut machen, ne? Großen. Wir lassen es so. So, angeschlossen. Alles angeschlossen. Nach die Downtown. okay. Diese Wohngebiete, die machen wir auch schön offen, ne? Weil viele Einwohner gleich viel Ärger. Also auf einem Haufen dann, ne? So, eine höhere Schule haben wir hier. Mal auch nachgucken, dass wir müssen ja noch. Hier wird irgendwo dann mal Grundschule, höhere Schule. College, ne? Das ist auch so ein riesen Klopperding. Muss dann irgendwo hier mal gebaut werden, dass die ganzen Schüler das auch gut erreichen können. Grundschule sind wir echt schon wieder am Limit irgendwie. Wie denn hier? Oh, auch gut besucht. Alles klar, die wird mal ausgebaut. Spielplatz und alles haben sie. Klinik, die gibt es jetzt nicht. Na gut. Okay. Hier oder hier so das College irgendwie. Mein Geld haben wir gerade. Und die Welt noch in. Das ist das Problem wieder, wie gießt man das an, ne? Ja, mache ich hier nochmal eine Verbindungsstraße oder lasse ich so, dass die hier wirklich. Nee. So. Versuche hier das College hinzubauen. Machen wir das dann mit einer kleinen Straße, die wir hier setzen. Machen wir schon wieder Sachen, die wir eigentlich gar nicht machen wollten, ne? Auch egal. Und dann das College hier hin. Dann ist das einfach College. Das fällt. Ja, dass das hier so runtergeht. Ich glaube eher, dass es runtergeht, ne? Das nach unten geht. Ich will es mal eben bauen, um zu gucken, wie man es erweitern kann. So vergrößern und was? Bibliothek. Wir lassen es so. Wir lassen es jetzt so. Bringen die Straße hier bis zum Ende. Weiter. Machen dann einen schönen Kreisverkehr hin. Zack. Verbinden dann mal eben. Wir schweifen auch immer ab, Leute. Es tut mir echt leid. Ne, eigentlich tut es mir nicht leid. Aber ist auch egal. Rüber. Einfach eine Verbindung haben. Und dann speichert das Spiel einmal für uns. Das ist ganz nett. Hier. Einfach nur, dass wir hier die Verbindung haben, dass die Leute nicht auf die Idee kommen, hier zu wohnen und ins Auto sich zu setzen und hier hinzufahren, sondern einfach den Weg laufen. So, dann können wir eigentlich hier auch nochmal das ein oder andere Haus bauen. So. So. Ihrer Block. So. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ja, wir kennen das, ne? Vielleicht machen wir hier sogar, einfach um hier ein bisschen das Ganze zu füllen, dass es nicht so erbärmlich aussieht. Bürogebäude. Ich meine, hier kommen eh die schlauen Sims raus. Sims, Citizens. I don't know, wie die das hier nennen. Sieht sich ganz so. Hier können wir noch so ein bisschen parkmäßig irgendwie
Wir wollen auch ein bisschen schön bauen, ne? Wir sind ja nicht hier, um irgendwelche hässlichen Städte hier zu bauen oder eine hässliche Stadt. Guck mal, hier schließen wir es auch nochmal mit an. So, so. Hier rum. Vielleicht machen wir noch ein, zwei Parks. Hier vielleicht noch ein Park hin. Oder hier müssen wir mal sehen, was wir da Tolles haben. Sport vielleicht auch. Sport geht immer. Machen wir hier. Hier. Hier, warte mal. Weg. Dahin. Das Ding dahin. Und das eingerahmt damit. So, das sieht doch gut aus. So, hier, Freiluft-Fitnesspark. Naja. I don't know. So, das heißt, wenn wir das erweitern, können wir das nach hier unten erweitern. Wollen wir das jetzt schon machen oder nicht? Kostet 50.000 Euro im Monat. Dann wahrscheinlich eher noch nicht. Bisschen Kosten sparen. Ja, kann man so lassen, glaube ich. Gibt Schöneres, gibt aber auch Hässlicheres. Vielleicht machen wir hier aber auch einen Parkplatz hin. Da müssen die Büros doch nochmal weichen. So einen kleinen hier, komm. Zack, weg damit. Der ist zwar nicht ganz ausgelastet. Aber wenn dann die Leute doch mal auf die Idee kommen, wir wollen ins College gehen, können die da schön parken. So, okay. Müllabfuhr, wie kommt denn unsere Recyclingstation zurecht? Arbeitungsgeschwindigkeit nicht ganz so gut, aber ich glaube, das geht. Not können wir die auch erweitern. Das geht aber. Lassen wir erstmal so laufen. So, Probleme gibt es gerade nicht so viele. Was ist hier los? Ein Unfall? Okay. Schon behoben. So, es läuft aber. Also, wir bauen uns langsam hier nach unten. Downtown steht, wie gesagt. Naja, also, nee, eigentlich nicht, aber... Ja. Die Frage, wollen wir hier... Anschluss schaffen. Ich glaube, wir ein bisschen was von dem Land wegnehmen. Um hier einen besseren Anschluss zu schaffen. Fällt doch eh nicht auf. Leute waren noch nie hier. Für die ist das hier quasi Ackerland. Für die Sims. Dann würde ich es mal so machen. Wartet mal ab. Ich bin ja immer ganz clever. Oh. Dann einmal den. Wohl, macht das Sinn? I don't know. Es wird wahrscheinlich nicht besser laufen als... Sonst auch. Das heißt aber, die dürfen nur hier hin. Da und da. Doch, das könnte aber eigentlich ganz gut klappen. Obwohl die, die von hier runterkommen, das wird hier Stau des Jahrtausends geben. Da machen wir mal vorsorglich so eine. Und aber auch wieder... Ja, egal was man macht, es ist... Irgendwie ist es kacke. Aber egal, wir probieren es aus. Wenn wir merken, das funktioniert nicht, dann wird das Ding wieder abgerissen. An. Okay, perfekt. Naja, ja. Okay, wir können auch hier die Straße verbinden wie hier mit drüben. Ja, so ist gute Deutsch. Machen wir aber nächste Folge, würde ich sagen. Wir sind jetzt wieder bei 14 Minuten. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank. Haut rein.